Боже. Он много о ней не рассказывал, хоть мы и дружили. Я иногда задавался вопросом, почему он не тратит деньги на выпивку и женщин, как остальные. Он откладывал деньги, чтобы обеспечить ей будущее. Образование, все такое. Хотел, чтобы ее жизнь сложилась как надо. Для себя я решил, что позабочусь о ней, когда мы здесь закончим. Но никогда не знаешь, как все сложится, верно? Поэтому я хочу попросить тебя о серьезном одолжении. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты нашел Дашу и отдал ей мои деньги. Пожалуйста. Оливер, не надо так говорить. Когда мы совсем разберемся, ты сам все это сделаешь. Нет, мне нужно, чтобы ты пообещал. Антон это заслужил. Я обещаю. So, jetzt haben wir Versprechen geteilt. Die Strahlungssicherheitsstufe der Basis ist zu niedrig, was die Gesundheitspsyche deines Gefährten schwächt. Okay. Warte mal, dann machen wir das erstmal. Was sagt das? Strahlungsgeschichten, ne? Habe ich gerade wieder vergessen. Ich bin ja manchmal so hohl. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Chernobyl Lead. Ja. Wir sind hier mitten reingesprungen hier. Basisverbesserung. Ja. Ja. Was haben wir denn hier so? Bauwerkzeuge. Strahlungssicherheit. Das ist diese Strahlungsduschkabine, ne? Wir müssen noch so eine Geräte hier anbauen, wie wir hier schon haben. Diese. Wäre geil, wenn wir die hier oben draufstellen könnten. Naja. Oh, wir haben ja nicht genügend Sachen dafür. Scheißdreck. Ja, dann lass uns mal dafür was sammeln. Ja. Achso, wir müssen eine Butzle machen. Ja. Eine kleine gute Nacht machen müssen wir. Eine Klospulung kann man hier auch hören. Das hieß der Olivier, der aufgegangen ist, Klo. So. Kriegen wir Nachricht von Funkgerät? Hey! Hallo! Ich dachte, er ist tot. Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Не особо. Я подорвал здание и застрял в нем. А еще здесь есть... Здесь что-то есть. Поторопись! И захвати противогаз. Ищи в здании возле памятника. Ты умный парень. Думаю, сразу разберешься. Schlauberger findet, der hat was mit Glück zu tun. Надо было мне раньше подумать про эти бочки. Этот газ. Мощная штука. Okay. Мне мерещатся голоса. Какие-то образы. Yeah. А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Nein, wir müssen helfen, vielleicht wird er auch ein Freund von uns. Это еще что? Оно пытается меня схватить. Ja, wir wissen ja alle, was es ist. Oh, ist ja nicht gute Wetter. Видишь дым возле радара дуга? Уверен, это дело рук твоего нового друга. Bester Freund. Nein, Olivier, du bist mein bester Freund. Okay. Ja? Los geht's. Müssen wir unser neuer bester Freund aus der Tepatsche helfen? Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них — скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Okay. Habe ich genügend Sachen dabei? Nee, wahrscheinlich habe ich mir nicht genügend Waffen, Munition, Bumsen gemacht, ne? Aber wir finden ja so oder so welche. Wir haben ja auch noch diese. Was nicht so anstellen, bin ich hab, wir brauchen Pilze. Immer auch Pilze. Es sind immer Pilze, Pilze, Pilze. Ich denke mal, ein bisschen Zeit werde ich auch haben, ne? Na komm. Man müsste meinen, jetzt so viel, ne? Aber irgendwie. Nicht wirklich. Nicht wirklich.
Mann, mach an den Vogel. Ach, guck mal. Am besten haben wir einen... diese Richtung hier. Nö. Wussten wir es doch. Ist ja nun mal eben halt auch keine Überraschung. Lass uns mal... was bauen dagegen? Weiß nicht, was es jetzt noch bringt. Auf jeden Fall können sie denn sich nicht fortpflanzen, hätte ich mal gesagt. Was ist denn da? Genau, das sind diese... Oh, komm. Scheiße, kann ich nicht bauen. Dreck. Oh Gott! Mann, habe ich mich erschrocken. Aber Pilze. Also die Dinger müssen auf jeden Fall irgendwie sterben. Oh. Digga, ich habe mich gerade selber fast in die Hose gestrullert. Er zappelt noch. Kann ich das hier... Kann man das verbrennen? Das kann man nicht, ne? Wir hatten hier sehr viel Shit gefunden, hier, ne? Da unten liegen noch Pilze, ne? Ich werd irre. Ach so, hier sind wir. Wieso ist hier auf einmal so viel Tschernobylit? Eine Revolver? Munition? Zwischenetagen gibt es hier nicht, ne? Und ich wette, da mussten wir einen Dietrich für haben, damit wir da reinkommen. Richtig? Richtig. Da, Dietrich. Aber. Ach, komm schon. Scheiß Barrikade. Ich habe ja nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der schon auf der Treppe auf uns wartet. Dass der da lungert. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Da müssen wir hin. Wir könnten aber auch hier ganz kurz hin. Ah, ich hatte gehofft. Ja, um ein bisschen Items zu finden. Was ist er denn? Vagabund! Oh, еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь! Торгую тут со времен развала СССР! Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Похоже, ты много где побывал. Оу, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Стив Джобс? А? Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну да ладно, деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Pausche Essen gegen Ausrüstung. Ладно, Атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Ne, lass uns auch weggehen. Ach, scheiße. Думаю, я пока наторговался. Genau. Удачи с твоей империей, Атлант. Ха, спасибо. Okay. Но удача мне ни к чему. Я. Yeah. Nochmal Pilze. Nee, einfach nur Essensration. Okay.
Nein. Nee, nicht da links. Auf gar keinen Fall da links. Keine gute Idee. Ist die Bratwurst weg? Die Bratwurst ist weg. Oh, schön. In dem Gebäude ist er? Ah. Da ist das doch schon. Gebäude daneben ist schon klar, ne? 140 Meter. Naja, sind ja nur 140 Meter, ist ja Pillepalle. Ja. Das war leicht zu beschreiben. Einfach Bams. Habe ich so viele Items gerade gesehen, ne? Da kommen wir aber nicht ran. Das war in diesem abgesperrten Raum. Okay. Schade, ich dachte Pilze. Momentan ist echt so eine große Pilzjagd bei mir, aber wir müssen mehr von diesen schwarzen Stalker töten. Die tragen ja auch immer sehr viele Pilze bei sich. Also kein Problem für uns. Nicht wirklich. Hier war mal Gas drin, ne? Klamotten. Okay. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Na 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 na. Und sind nur so wie nie. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Aha. Pilze. Aber es sind diese Baumpilze da, womit ich eine Wände bauen kann. Müssen wir bestehen? Das müssen wir bestehen! Wir haben es überstanden. So, 67 Meter, das müsste hier sein. Okay, wir gehen mal davon aus, das sind wieder diese schwarzen Spinner, die sich hier rumtreiben. Ja, ja, das ist dieses Haus, genau. Geh dann mal rein. An die gute Stube. Wow, Digga. Okay. Können wir die... Wo ist die Gasmaske da? Okay. Wer hat gespeichert? Okay, so geht das nicht, weil der hat jetzt hier alles... Die blöde Kuh. 6 Meter und unter uns. Nur steht. Wie komme ich da runter, wollte ich gerade sagen, aber wir sind jetzt unten. Was? Jede Wette, der verwandelt sich, der Typ. Ich meine, bei den ganzen Gas hier. Подъем! Подъем! Пройди! Смек! Ух ты ж! Да что ж в этих бочках? Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78? Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее. Ах, не что! Kann ja nur hier unten sein, oder? Die
меня! Да, Исайя. Ты кто? Ты не мамочка. И ты не мой дядя. Ты спишь у нее в комнате каждую ночь. Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну. Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Er sagt Blödsinn. Очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень и правда нарко какой-то. Сзади! Сзади! Lügner! Oh, scheiße, da kein Lügner. Кристаллы. Ты никогда не получишь мой кристалл! Урод ты! Ты! Не трогай маму! Чертачина! Wo ist er hin? Dieser Spacken. Газа все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Отвали! Сука! Ты предатель! Ich habe dein Leben gerettet. Ты как тут оказался? Насчет базы данных НАР. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет? Komm, das wäre ja super. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Может, лучше в прятки сыграем? Mach ich auch dann. Können wir dann ja gerne machen. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ни хера ж себе! Ты не отступил от плана! Ты тупо попёр на пролом и всё испортил! Знаю, я знаю. Но я пришёл, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и её... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усёк? Не вздумай. Никогда говорить о моей маме. Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да, мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказки конец. Просто приходи на базу. И мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Genau. Chup. Komm mit, du kommst jetzt da rein. Okay. Und wir hauen auch ab. Upsi, upsi. Dein aktueller Status ist schlecht. Ach du Scheiße. Ja, nur weil wir das gemacht haben mit dem... Ja, aber es geht ja auch um uns, ne? Das ist das Ziel des Spiels, unsere Tatjana zu finden. Deswegen, das war schon richtig. Außerdem habe ich auf Olivier vertraut. Ach, guck, da ist er ja. So ты ganz что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное! Только помирать не я буду, а они!
Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой! Я из Сорке, а потом концу с меня цена. Это у тебя личное. Вендет такая. Личное? Не твое собачье дело! У тебя одна задача была — уронить гребаные сервера! А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню! Я, сам вычти. Эх! Плевать! Мне сейчас надо кое-что другое выяснить! Ну ладно, тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Bleibt ihr jetzt bei uns oder nicht? Ja, siehst du, die Heulsuse ist bei uns geblieben. So, sehr gut. Und jetzt haben wir ihn ja auch bei uns im Team mit dabei. Drücken zum Fortfahren. In dein Team beigetreten. Michael in der Klemme. Essensverteilung. Wir nehmen jetzt jeder eine Ration, weil ist eine gute Idee. Amen. So, jetzt müssen wir das. Können wir jetzt die Strahlungsgeschichte aufbauen, bevor ich das in der nächsten Folge vergesse? Wo treibt der sich denn jetzt rum, der Michael? Ja, ist hier egal. Jetzt voll hier egal. Mit dem können wir ja trainieren. Wir haben ja genügend Plätze zum Pender, also kann er ja überall sein, ist mir völlig latext. Warte mal, war das hier? Genau. Kann ich immer noch nicht genügend Pilze am Start. Ey, fick doch die Hände, ne? Was ist mit der Ernte, die wir da unten haben? Kann ich da was abernten oder so ein Scheiß? Yay, nehmen. Weiter will ich nicht. Immer noch nicht ausreißend. Ich will Pilze, gib mir Pilze. Scheiße, können wir wenigstens da so ein Ding nochmal anstellen, damit wir nochmal... damit wir können wenigstens neue Pilze anbauen, damit wir können nächste Mal mehr haben Pilze. Sehr gut. So. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ein neues Teammitglied. Und das wurde auch langsam Zeit, nachdem wir es mit Olga verrissen haben. Hätten wir es beinahe mit Michael auch verrissen. Aber nun haben wir ihn ja. Also, Kinderchen, bis zum nächsten Mal und tschüss.